Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Pokémon Strahlende Diamant zusammen, Doppel. Hallo. Letzte Folge sind wir hier, bei dem Scam-Scheiß gelandet. Yes. Ganz kurz nochmal mein Team umbauen. Ich habe ein paar Pokémon gefangen. Wer war denn noch in meinem Team? Wer fehlt denn? Wer fehlt da? Mediti. Was kann ich jetzt eigentlich alles machen? Wo? Ja, ich gehe jetzt runter 25 hoch. Jetzt warte halt ein bisschen. Oh Gott, da kommt mein Scheidux hinter mir, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt können wir nach zur neuen Insel fliegen. Und die erkunden. Vielleicht gibt es ein paar neue Pokémon für uns zu fangen. Zu fangen. Aber erstmal muss ich mich heilen. Bin gespannt, wie viele Folgen wir hier noch rausziehen können. Echt so? Noch haben wir Spaß, noch haben wir was zu tun. Ne? Ich werde aber die Pokédex-Scheiße nicht machen. Nicht mit aufnehmen. Ich gebe mal meinem, Oh, ich habe fast keine Bälle mehr. Ich weiß, dass du dich drehen kannst. Dreh dich! Nicht du! Er wartet halt auch nicht. Jetzt kann ich nach da oben gehen. Moin, Meister. Gib mir deine Superangel. Merci beaucoup. Ich spreche einfach beide. Merci beaucoup. Jetzt kann ich endlich die Scheißangel wegmachen. Wofür angeln wir das jetzt? Komisch, dass die Profi-Angel nur Stufe 2 ist. Ich finde, Profi hört sich much stronger an als Super. Ja, ich hätte es auch umgedreht. Zwei neue Pokémon für den Pokédex. Gesehen hilft dir aber beim Nationalen nichts mehr. Da kriegst du nichts, wenn du alle gesehen hast. I guess. Ich weiß es nicht. Wir haben auch noch den Kampf gegen Miyamoto. Also. Da weißt du ja, wo du hin musst. Ja. Das wird noch ein paar Folgen dauern. Drei mindestens. Ja, einen Radikal habe ich schon. Weg von mir. Panzeron ist kurz. Ja, hier sind halt auch einfach drei Trainer. Ja! Und ich weiß, dass die untere sich drehen kann, aber sie tat's nicht. Und Sonderbonbon. Links, wenn du hochgehst, kommst du doch mal KP Plus. Ja, hab ich gemacht. Hab ich mir sogar geholt. Hi, Vogelsammler. Vogelprofi Verona. Bist du jetzt männlich oder weiblich? Und er hat einen Porenta. Ich hätte einen Porenta fangen können. Ich hab's aber gekillt. Hast du weh? Was? Tat so weh. Scheiß, Digga, Notsituation. Oh, Situation ist scheiße. Ja, weiter so, Kiddo. Freu dich. Das hast mal wieder im Vogel umgebracht. Das sind die größere Herausforderung als die Top 4, Alter. So, okay, die Top 4 war jetzt nicht so strong. Top 4 war noch einfacher als Cynthia selbst. Ja, noch 10 mal neu starten und mit kann einziges mal rausgehen. Das finde ich auch. Ja, ich hab's dann mit iTunes hingekriegt. Aber dann flawless. Ja, Schwalb ist tot. Zack, P. Und Verona ist tot. Ich muss das Münzamulett wieder ausfüllen, ausrüsten. Ansonsten kriege ich kein Geld. Und wir alle wissen ja, ich brauche Geld. Ja, das weiß ich. Okay, ich habe zwei Altbernsteine. Oh, da kann ich. Oh, ein Hyperball. Was ist denn mein Münzamulett da ist?
Mit wem will ich denn kämpfen? Ich will mit Pingu kämpfen. Einfach verloren. So, das erste Pokémon, was mir haben wird. Oh. Banette. Banette? Ich will mal wieder mit Pingu kämpfen. Alter, was geht hier denn ab? Was ist der richtige Weg hier? Anstrengend, ne? Oh, ich hab den Hyperball gefunden, den du gefunden hast. Ey, ist aber wirklich krass hier. Was ist denn? Wo kannst du denn hier überall lang gehen? Wirklich? Lol, mir fällt jetzt erst auf, wenn du mit dem Pokémon kämpfst, was dir hinterherläufst, dann gibt's keine Animation, wie es aus dem Ball kommt. Lol. Oh. Wie lange haben wir das Feature jetzt schon, bis uns das aufgefallen ist? Warum hab ich das? Mein Gott, ich will nicht mit dir reden, Pingu. Und ein Hypertrank. Aber ich taub sie rausgenommen. Zum Trainieren von irgendjemandem. Oh, ein Ibizak. Tschüss, Rio. Wieso Rio? Weil ich hier nur gegen Taubsi ausgetauscht hab. Wer ist denn statt Taubsi drin? Das Ei. Ach so. Junge, ey, was ist das für ein Weg? Ach, Ibizak, du hättest auch drin bleiben können. Du hättest mir den Gefallen auch tun können. Oh, ein Beleber. Ach, du bist so ein Pingu! Warum, Pingu? Warum fandest du es über jetzt nötig, einen Crit zu landen? Warum? Ich habe eine Flasche Tafelwasser bekommen. Cool, Tafelwasser. Ich hätte gerne eine Flasche Tafelwasser. Ey, komm her, Alter. Wir kämpfen. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Für Tafelwasser meine ich das reine aus Russland. Oh cool, ein Donphan. Der ist voll Lachs, ey. Den kannst du wegsmoken. Let's go. Jetzt dazu sagen, dass wir wie in der Roma sind, die Genauigkeit des Gegners. Natürlich hat das Donphan Robustheit. Hör auf, mit Stein nach mir zu werfen. Ich hasse dich. Deine Familie tut das auch. Oh. Ehre entwendet. Jetzt gab es einen Rosilian, Alter. Ja, das habe ich auch schon gesehen, den Kollegen. Vielen Dank. Warum sagst du vielen Dank? Gib mir dein Geld und lass mich in Ruhe. Und entwickeltes Stück, Alter, mit 51 Kilo. Also Roselia, aber Roselia braucht auch einen Stein, um sich zu entwickeln. Das darf ich auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Leuchtstein ist oder ein Sonnenstein. Einen Sonnenstein hätte ich. Ich brauche noch so viele Steine, ich darf so lange dafür in dem Untergrund grinden, das wird so krank. Vor allem, wo gibt's Evoli? Das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Stimmt. Ich habe mich jetzt gegen Vulpix entschieden, Ferdinand ist mir jetzt zu nah. Zu nah. Du weißt ganz genau, was Ferdinand mit dir machen würde, wenn du ihn rausbringst. Nein, gar nichts, weil er ein faules Stück Scheiße ist. Ah, ich bin Evoli. Let me nachschau. Miltank, werde ich auseinandernehmen. Jan Reeves? Hast du den echten getroffen? Oh, dann ein Dratini! So süßes Pokémon. Oh! Oh lol, man kriegt den Herzhofen in Evoli geschenkt. Oh wow. Und aber, und im Pokémon Landgut kann man den finden. Heißt nicht auf dieser Insel, sondern wir hätten schon Evoli davor holen können. Yeah! Egal! Egal. Und ein Dragonier. Bist du auf Trainingsreise? Hier, ich habe ein erfrischendes Getränk für dich.
Nein, ich bin nicht auf Trainingsreise. Ich habe schon alles erreicht, was man erreichen kann. Bin ungeschlagen. Ich werde auch dich auseinandernehmen, wenn es sein muss. Lass wir beide noch kämpfen. Ja, ja, schön. So, oh, hier ist Wasser. Oh, ein Funkelstein. Oh, Funkelstein. Wo ist denn der? Irgendwann kannst du nochmal Axel einsetzen, musst gegen den Drachen-Dude kämpfen und dann das wieder. Habe ich schon zweites Ziel? I don't know, ich versuche das. Du kleiner Fick! Sie wurde gefangen. Schön, dass sich jeder Trainer hier umdreht. Außer die eine. Oh, TM 42. Quart. Keine Ahnung, warum du hast es gemacht. Oh, Fassade ist das. Dubios Disc. Irgendwie du bist ein Wasser-Pokémon. Warum springst du nicht ins Wasser und schwimmst mir nach? Oh, das ist Banette. Eine Liebe. Das hofft ihr auch mit mir. Oh, das Banette hat mein Münzsammler geschnüffelt. Ja. Pass auf. Ich kann sehen, dass das Banette eine große Nase hatte. Nichts damit zu tun, was du jetzt gerade denkst. Ach, man kann schon was hören. Oh, ein Kreislauf. Rio braucht die Level. Wer ernsthaft? Jetzt, wo du so kurz vor Ende wärst. Ja. Ach, komm, Banette. Du bist nicht so schwer zu fangen. Bleib drin, ey. Du bist Level 52. Du bist schwächer als alles andere, was ich... vor ein paar Tagen mit einem Ball gefangen haben. Ah, war nett. War nett, Schmapp. Ja. Finally. Ein Tipp von einem erfahrenen Mann der Berge. Kauf dir so viele Items, wie du in deinen Beutel stopfen kannst. Ernsthaft. Hä? Wie? Ich kann mein Banett nicht Puppe nennen. Jetzt? Oh, weiß ich nicht. Unter diesem gesperrten Begriff. Eine Puppe! Ja, wahrscheinlich. Wie lame, jetzt habe ich das eh weggemacht. Jetzt heißt es Puppe. Warum finden sie noch mal ein Haus? Haus Schmaus, ich. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen? Tut mir schrecklich leid, aber gibt's einfach nichts zu sehen. Schade, dass man Freude nicht untereinander teilen kann. Wie geil! Das sagt ein Typ in einem Haus. Nach dem Pokécenter und dem Shop kannst du nochmal Krax einsetzen. Machst du nicht, du bekommst nichts. Wie geil. Ach ja. Hast du noch ein Münzeamulett zerschnüffelt? Scheiße.
Ja, mit meinen ist tot. Oh Junge, was für ein spannender Kampf das war. Uiuiui. Uiuiui. Das war fast knapp. Jetzt schlotte ich fangst. Solltest du auch. I'm coming for you. Oh Junge, ich könnte hier einfach so ein bisschen Gras überspringen, indem ich zur Schneider einsetze. Aber ich geh dran. Wie viele Pokébälle hast du für beim Netz gebraucht? 3. Ach schade. Ja, fuck you. Dafür hätte ich Wespe im ersten. Dafür hatte ich die Alga im ersten. Oh Junge, schon wieder eine S-Trainerin. S-Trainer Irmgard. Mit einem Vati. Oh Junge. Puppe geht nicht, aber Püppchen geht. Ja, wahrscheinlich. Was soll das denn? Ob du das umgehen könntest, wenn du einfach auf Englisch spielst? Safe. Du kannst einfach deutsche Beleidigungen schreiben, wie geil wäre das. Oh nein, ein Habitag. Habitag? Oh nein, Tropius. Das soll herkommen. Ich hab schon eins. Oh, das ist gerade mein Level 22. Das kill ich doch mit jedem, was ich angreife. Ja, deswegen greifst du doch nicht an. Ich hab keine Flottbälle. Ja, ein Hyperball reicht auch. Ich hab's gekillt. Hat mir Spaß gemacht. Du machst mich wahnsinnig. Was du? Du hast jetzt ein wildes Pokémon Level 22 hier gekriegt. Was du jetzt ein wildes Pokémon Level 22 hier gekriegt? Oh nee, ich bin nicht rausgelaufen. Was? Warum le... Was? So, S-Trainerin, darf ich jetzt weiter? Ich habe übrigens einen Funkenstein nicht. Das ist nicht das wahrscheinlich hier. Hm? Was kommt da für die Switch? Das Spiel mit dem Scheiß-Ding hier. Splatoon? Genau. Und das ist ein Online-Spiel. Brauche ich dann trotzdem die Online für ein Online-Spiel? Ja. Ja, weil es ein Story-Mode auch hat. Ding hat einen Story-Mode? Ding hat zumindest. Der erste hat zumindest einen Story-Mode. Gib mir doch den Burn. Was hier, das macht so schön, was ich dachte. Was ist das denn aus? Oh Junge, jetzt kommt ein Dragonier. Hey, konnichiwa, bonjour, Lutena, ich bin Master. Was? Die riesige Sprache wird man mich wohl Meister nennen. So in etwa, ne? The Pass vom Rennes. Ich dachte gerade kurz, der redet Französisch, aber der redet irgendwas gemischt. Schnupper, ich rieche es. Irgendwann etwas ist an mir. Was? Weiß ich ohne, du liebst Pokémon genauso wie ich. Das ist ein was? Maraviloso. Also lass uns folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibung der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Du siehst, es solle. Leider geht das nicht bei allen Pokémon, sondern nur bei denen aus Ländern, die ich, den Master, besucht habe. Okay, kann ich deinen Pokédex mal sehen? Ah, diesen Ding hier ziehen. Oder wen da rütteln. Und fertig. Ist das denn die Possibility? Dein Pokédex ist ja already auf dem neuesten Stand. Du bist jetzt ein Regener einen Schritt voraus. Wie perfekt. Well, jetzt kannst du dir die Einträge zum Pokémon auch in anderen Sprachen sehen. Einfach marvelous, nicht? Was? Ich warte, das Wort Spanisch? Ja, Spanisch, Französisch? Und am Anfang noch Japanisch. Alter. Bin gespannt, jetzt muss ich schauen, wenn mir Pokémon das geht. Das Überlebensareal.
Ich erzähle dir jetzt mal, was über diesen Vulkan, der Kahlberg genannt wird. Er existiert bereits seit grauer Vorzeit. Oh Junge, das haben Vulkane so an sich. Lavastürme schossen aus dem Boden, bla bla bla, ist von Pokémon, Legenden zu folgen. Der Zeit Vulkan verwandelt, ja. Genauso muss es gewesen sein. Genauso ist es passiert. Nein, ich wollte nicht nochmal reingehen. Ich schmier nicht die Sprache! Trainer, die im Duellturm scheitern, kommen hier um zu trainieren. Ich bin nicht gescheitert, ich bin trotzdem hier. Wie Pingu gerade gegen die sich schließende Center-Tür gelaufen ist. Pingu, da steht immer bloß doll drüber. Ich glaube, wenn du einen Pokémon aus einem fremden Land rauskriegst, dann kannst du es machen, lesen. Hey, konnichiwa, bonjour, und was weiß ich noch? Also zufällig das Pokémon Finion heißt und Pokémon de Pescado Non? Hast du wohl die Güte, es gegen mein Carpador zu tauschen? Ja! Was? Hier, nimm! Gönn dir, Bruder. Was? Warum willst du ein Carpador? Was musst du sagen, hoffentlich. Nein! Safe nicht! Außerdem ist er dem Ma. Wo hast du den Kollegen überhaupt getroffen? Er kommt noch. Ja, wo bist du denn schon wieder? Irgendwo auf dem Wasser, wo wir in der Mitte auf einer kleinen Insel. The Master hat dir Pedder. Shit. Komm, ein guter Pedder. Weißt du, wie Carpador bei den Eintrag? Hast du wahrscheinlich aus einer anderen Sprache. Woo! Merci, arigato, gracias und keine Ahnung was sonst noch. Dieses Carpador hat mich auf den ganzen Weg von meinem Heimatland begleitet. Sei nett zu ihm, ich verlasse mich darauf. Ja. Alter Pokémon kann ich mit Leuten auf der ganzen Welt anfreunden. Das finde ich so inspirierend, es ist einfach nur wonderful. Hey, du Vogelsammler, willst du dich bitte drehen? Ich will euch beide gleichzeitig auseinandernehmen. Jetzt muss ich mir ein paar Mal anschauen. Pokédex, welche scheiß Nummer, aber du ein Pokédex. Zu fünfzig. Du hast es ja bei 20 nachgeschaut, aber 20 ist es nicht. Das kommt nicht durch. Aber 20 ist es. Not 20. Sag ich doch. So, wie ändere ich die Spur? Auf Japanisch. Ja, toll, jetzt sind es japanische Schriftzeichen. Ja, natürlich sind es japanische Schriftzeichen. Das ist japanisch. Ja, es hätte auch japanisch ausgeschrieben sein können. So, was bist du eigentlich für... Ja, aber das ist doch nicht japanisch. Ja, wo wird sie? Was ist denn für Attack, mein Bro? Ach komm schon, Manni. Es hat nur Platscher! Natürlich, es ist ein Carpador. Level du 45! Du erwartest zu viel von Carpador. Oh Mann, von was werde ich jetzt angegriffen? Ja. Philippa! Manche muss sowas aber einfach raus. Ja. Warum trifft fucking Hydropumpe? Du Ficker! Ja, wenigstens trifft Blizzard auf das eine Pokémon schon fast tot. Danke, Mann, du hast dein Bestes gegeben. Juro! In Europa? Ich hab noch nie gekommen. Level 43. Hoffen wir, dass ich es nicht wohne. Wo gibt's eigentlich Ditto? Vergiss es, hab's gewohnt. Natürlich hast du es gewohnt. Ja, bei 41, das hätte auch überleben sollen. Nein.
Oh, Route 226. Route 227. Ditto gibt's in Route 218. Was hast du gemacht? Was gibt's bei. Was? Ja. Ich hab nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Ja, Route 226 und 27. Wo ist Route 218? Hä? Wait. Da gibt's Ditto? Ach, mit dem Pokémon-Radar. Da runter, du Stück Scheiße, Alter. Dem Pokémon-Radar kann man da Ditto fangen. Ich werde dann mein Glück mal in der Glitzergrotte versuchen. Oder in der Funkel-Sterngrotte. Was? Was sagt ihr, Alter, hier? Der beide. Ja, hier ist Jochen. Also Jochen, der andere Witze. Ui, Stechi ist Level 71. Ui, wir haben den Vogelprofi und den Drachenprofi getötet. 9000 haben wir bloß gekriegt, wow. Jetzt hat der Karlberg so eine Herausforderung, Alter. Ja, für uns nicht, für die schon. Du willst mich ja erst verarschen. Ich bin jetzt hier hingelaufen für ein Item, was ich hab nicht mehr gelesen, was für ein Item das war. Das hab ich mir gar nicht geholt. Nee, ich schon, aber ich hab's nicht gelesen, was war. Wir werden hier fahren. Vertikal, ich brauch dich nicht, ich hab dich schon. Du bist schon ein Teil von meiner Box. Du bist schon ein Teil von etwas Größerem. Hauptspieler, natürlich finde ich das erste. Darfst du nicht reden? Die haben doch keine Ahnung. Oh nein, hier oben ist bloß Gras, lass mich weg. Ich darf nicht schon wieder mit Gras erwischt werden. Mach ich, ja. Kann sich die Schwimmerin drehen? Du kannst sie vorbeischwimmen. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob die sich dreht. Bei mir hat sie sich nicht. Bei mir auch nicht. Ja, alter Mann. Ah, das ist der. Oh nein. Ja, bla bla bla. Nimm meinen Pokédex und dann lass mich in Frieden. Nein, ich will mein Finion nicht tauschen, ich brauch das. Ich bin auf Masche 10 hier hingefahren. Gefahren? Ja. Bist du nach oben gegangen? Ja, oder? Okay. Oh, ein Radfahrt! Ich glaube, ich kann von Rizeros an. Bist du nach oben gegangen oder nach rechts? Route 26. 226. Nach oben gegangen. Nach oben. Zum Dingberg. Zum Karlberg. Ach so, ich schau mal, was rechts ist. Vielleicht ist da irgendwas Spannendes. Ja, yay, ne? Ich hab ein Radfratz. Heißt, ich muss kein Radikalei machen. Heißt einmal Eilegen weniger für den Ditto. Oh Mann, das Viech hat mich gewonnen. Siehst du, was hat mich gewonnen? Jo. Schon ein bisschen cringe. Ich werde die Nummer 1 in der Super-Wettbewerbs-Sinne sein. Ja. Okay. Schlechte Nachrichten, rechts ist kein Pokécenter oder so. Rechts ist Wüste, da wartet der sichere Tod auf dich. Nachdem du Slash getroffen hast, kannst du im Haus halten. Mit Lang, oder? Aber,
bevor wir jetzt oben Slushy treffen. War es das mit dieser Folge? Lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Ich bin beim nächsten Mal dabei und tschüss.